Erfahrungsläufer bringt jetzt auch nicht so das Ding und man wird auch jetzt nicht dauernd im Kreis rumlaufen, deswegen zumindest habe ich das jetzt nicht gemacht. Aber es ist halt schon ziemlich cool, wenn man überlegt, dass man jetzt einfach nebenher leveln kann, wenn man Bock hat. Also, dass man eigentlich ständig nebenher levelt mit jedem Schritt. Und das kommen ja schon einige Schritte in so einem Spiel zusammen. Das bedeutet, man hat schon erstmal ein bisschen weniger zu kämpfen. Das Ganze ist natürlich schon cooler, wenn man das gerade noch am Anfang hat. Wohin geht's? Lauf ich erstmal hier lang. Wir können ja erstmal erkunden. Bisschen laufen. Ja, generell Schritte gehen. Wie gesagt, man levelt ja nebenher eh mit. Von daher eh nicht so schlimm, wenn man sich erstmal ein bisschen verläuft. So. Die Fender- und Notaufladungen sind jetzt fertig. Ein Eis packe ich dann noch raus und was mache ich denn? Noch ein Blitzgabe, was soll das? Erstmal mache ich Folgendes. Ein Monkey hast. Wann ich das ausrüste, ist natürlich noch die Frage, wobei ich das jetzt lieber machen könnte. Aber Blitzgar ist schon geil. Ach, dann mache ich das für Aurora einfach erstmal. Jedenfalls muss meine Magie schneller aufgeladen werden. Haben wir noch mehr neue Kommandos? Elixier haben wir jetzt das erste Mal. Das ist ja auch geil. So ein paar Mal Magie hast, kann ich ja noch reinpacken, was ich auch wahrscheinlich brauche. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit dafür. Wir lassen uns nicht schätzen, was unsere Kommandos und das Leveln angeht. Oh ja, sehr, sehr viele Eiskommandos haben wir. Leute, hört doch mal alle auf mich einzuprügeln. Das kann ich doch auch nicht immer. Ui, schon Stufe 24. Wir haben jetzt schon das zweite Level abgemacht. Unsere Magiekraft ist gestiegen. Also man sieht vielleicht schon, dass es ein bisschen was bringt mit Erfahrungsläufer. Wenn man jetzt einfach mal so eine Strecke abläuft, dann ist natürlich schon so, dass man ich weiß gar nicht. Ich bin so schlecht jetzt da drin, die Schritte abzuschätzen. Wir werden jetzt eine ganz schöne Zeit erstmal nur noch Diamantstopp bekommen, glaube ich. Eine große Truhe.
Aha, Fake, war mir klar. War mir nicht klar. Es war mir erst klar, als es keine Großanimation gab beim Aufgehen. Gib mir ein paar Taler. Danke. Erfahrungsläufer ist schon übergegangen. Das ist doch gut. Das heißt, ich kann jetzt wieder... Ist die Frage... ein Aurora wieder reinpacken. Am nächsten Mogri muss ich mir wieder Magie auf dem niedrigsten Niveau holen. Also Feuer, Eis. Aber aus denen am einfachsten, glaube ich, Magie erst bekommen. Zumindest habe ich das so bemerkt bei mir. Das, was ich gesagt habe, dass man hier gut leveln kann, das sieht man schon teilweise. Antigraf. Oh. Gut, da kommen wir wahrscheinlich leider nicht hoch. Nope. Also sind wir hier falsch gegangen. Was für eine Überraschung. Sei nicht so, als hätte ich das schon mal irgendwann gespielt auf PSP. Oh, hier sind wieder Unversierte. Warum eigentlich nicht? Die Welten sind bei Terra alle irgendwie so kurz und die Bosse sind auch irgendwie nur so halb gar in den Welten. Ist das hier auch wieder so? Soll ich euch nicht enttäuschen? Ah, seht einfach selbst hier. Ich will ja nichts spoilern. Oh, wir haben gleich schon wieder den Level up. Das geht hier echt schnell als Haare waschen. Jetzt laufen wir mal ein bisschen durch die Gegend und kriegen dadurch uns Level up. Zack, es funktioniert tatsächlich, wie ihr seht. Man kann durchs Rumlaufen Level ups bekommen. Das ist eine schöne Erkenntnis in Kingdom Hearts, wenn man das ja so oft tut, eigentlich sogar. Oder von A zu B zu laufen. Was kann ich noch einpacken? Mein Blitzer. Ah, das Antigrafgas ist jetzt neu. Als Abschlusskommando ist mir gerade aufgefallen, haben wir nämlich Fesselkunst 2. Was ist das denn? Dann gehen wir auf Fesselkunst 1 zurück. Soll ich mal angucken. Gehe ich nochmal ganz zurück. Ich will auch den roten Pfad hier noch angucken. Das mit Erfahrungsläufer ist. Pff, weiß ich nicht, ob das Profis gerne benutzen. Ist natürlich wirklich eine sehr lässige Art. Einfach ein paar Stunden im Kreis laufen. Am besten dafür noch einen kleinen Bruder einspannen, der dafür halt einfach mal an einer Konsole sitzen darf. Mein kleiner Bruder ist dafür leider zu alt. Das ist, was ich dann gerne machen würde für einen großen Bruder. Ich müsste dafür eher bezahlen. Aber der verdient mehr Geld als ich. Ich bin ja nur Student. Und ich habe die Zeit, das hier aufzunehmen und bekomme dafür 2 Euro. Also jetzt nicht wirklich direkt 2 Euro. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe eine Zeit lang immer gesagt, ich kann mir davon einen Kaffee in der Uni finanzieren.
Wenn das mal so wäre. Aber ich darf natürlich nicht genau sagen, wie das Ganze aussieht hier, sonst hilft man hier noch wegen diesem Video irgendwas vor. Aber ihr könnt ja ahnen, dass es nicht das meiste ist. Vor allem bei meinen Aufrufen kann man es eigentlich sowieso erahnen. Ich bin mir relativ sicher, wir bekommen hier in der Zeit noch ein Level ab. Dann haben wir auch ordentlich wieder was aufgenommen. Oder ich habe was aufgenommen. Ihr nehmt ja nicht mit mir zusammen auf. Schade, das wäre eigentlich auch ziemlich lustig. Aber es wäre dann so eine Art Livestream schon wieder. Mache ich ja auch immer wieder nochmal eventuell. Huch. Komm, Terra, du hast Sportsfreund. Das klappt irgendwie nicht, okay. Fake-Truhe. Sieht man jetzt schon, was soll Wichtiges drin sein. Dankeschön. Folge einfach so geschenkt. Das ist schon eine coole Sache, wie ich finde. Autsch. Weil ich gleich mal wieder raus wüsste. Es klappt tatsächlich. Ach so, ja, ich wette, da gibt's was ganz, ganz Tolles, aber darauf habe ich jetzt irgendwie keine Lust. Äther. Speichere ich hier nochmal ab. What? Es ist wieder so lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe? Ja, Tatsache. Ordentlich. Supertrank. Und der Paraheiler. Yep, zu dieser Insel, die aussieht wie ein riesiger Schädel-Totenkopf. Okay, hier gibt es viele Eingänge. Ich sehe da eine Truhe. Wie komme ich denn da ran? Genauso wahrscheinlich. Schatzsucher Terra. Oder so ähnlich. Sieht schon schön aus in der Entfernung. Fake. Sowas von garantiert. Kein Fake. Final-Elixier. Uch, das ist eine feine Sache. Ach, Solo. Das ist eine coole Geschichte.
Muss ich noch was nachgucken. Hat auch zwei deswegen. Egal, packe ich rein. Hätten wir noch was Neues. Final-Elixier ist neu, stimmt. Die Form noch nicht. Was soll das? Eine Kommandofusion? Ich habe ja noch einen Folger geschenkt bekommen. Gehen wir dem Ganzen mal. Kann bei Kommandofusion fügt allerlei Fähigkeiten hinzu. Allerlei Fähigkeiten. Probiere ich jetzt einfach mal aus. Folgerexplosion. Ich werde das verbraucht auch zwei Slots. Ein. Komm jetzt doch. Pyromanie. Mehr Schaden durch einen Feuermagie. Okay. Coole Nummer. Fupp. Well done. Pardon me, Captain, but it's about that shooting star I was mentioning to ye. Mr. Smee, I ordered you to drop that. I'll not have you gushing on about some shooting star. Yeah, but Captain, most shooting stars winked for a bit and never wow. But this one, it kept on sparkling and shining even after it crashed down. Why, what if it's really a big, enormous, priceless gemstone? Idiot! Why didn't you tell me? A bit of business to attend to and must, I fear, step away. I trust you can see to things till I return. Sure. When Peter Pan gets here, I'll be waiting. Metal codfish? Looks like he's found himself a new flunky. I'll fly down and distract him. Men, you move in and nab the treasure. Are you Peter Pan? That's me. The light is not yours to take. Peter Pan. Der Jungspund, der Jungbrunnen. Ist nun unser Gegner und Herausforderer. Weise Peter Pan zurecht. Ja, ich werde ihn in seine Schranken weisen. Wow. Das hat. Nein, hat keinen großen Effekt auf Peter Pan. Mich auch schon gewundert, du. Er kann fliegen. Wieso kann ich nicht fliegen? Das ist unfair. Habe ich gerade im Kampf ein Level abbekommen, dadurch, dass ich gelaufen bin. Klingenaura erlernt. Das ist auch eine coole Sache. What do you want with the light? Light? What light? Look, Pan! We got the chest! No! Not yet, you blockheads! Hey! Now
what is this? Pirate treasure, of course. Jewels, doubloons, you know, the usual stuff. I've been guarding a pile of loot? Sounds like you've been tricked. I'll say. I owe you an apology. I picked a fight over nothing. Oh, it was all in good fun. Not every day I get to fight such a good swordsman. Say, what's your name anyway? Terra. Right then, Terra. Which way did Hook go? They said something about a shooting star. Shooting star? Tinkerbell must be in danger. Men, guard that treasure with your lives! Aye, aye, sir! You go and get him, Pan! Well, I should be on my way. Und du willst ihm jetzt nicht helfen, nachdem du ihn ein bisschen vermöbelt hast. Okay. Finde ich mutig, Terra. Ansage von dir. Wann noch sind wir in der Welt? Noch ein Unversierter? Oder was folgt jetzt? Ganz viele Unversierte. So wie sie im Weltraum auch waren vorher schon im tiefen Weltraum. Lass mich mal was Neues einfallen. Ich glaube, es liegt echt an der großen Anzahl von Universitäten, dass es nicht so flüssig aussieht. Mir fällt ein. Bisschen umherlaufen, bisschen mehr XP runternehmen von dem nächsten Level ab. Und wir noch ein Level abbekommen. Oder es wird schwierig. Nein, leider nicht mehr, weil jetzt ist dieser Kampf vorbei. Aber 146 Punkte, das sind 146 Schritte. Oder ein paar Unversierte nur auf ihrem Level. Und das war's dann schon. Boy, you sure cut that monster down to size. Ahoy! How fare ye, lad? Hook! Go hide. Fine. All's well. What's that? Tinkerbell, one of Peter Pan's dearest friends. Can I take a look? So long as I have his precious pixie, Pan's demise is all but assured. What's the meaning of this? You know, I didn't give it that much thought. Just doing what my heart tells me. That's mutiny! And you'll walk the plank for it! That sound! Hooray! We sure showed Hook this time! Hmm.
Eine Erinnerung. Oh.